Gut. Tja, entschuldigen Sie die Verspätung. Herzlich willkommen zu Habecks Bürgersprechstunde. Ich im Bundeswirtschaftsministerium. Ja, mich kennen Sie, ich bin der Robert. Sie sind die Bürger. Gut, gibt's Fragen? Nein, aber Antworten habe ich mitgebracht. Hören Sie, ich habe die Antwort mitgebracht auf unser Stromproblem zurzeit. Und zwar Sie hier, Stimme auf. Diese wunderbare, zukunftsträchtige Energietechnologie. Ja, da, sehen Sie mal, bitteschön. Fritz, ich bin keine Zukunftstechnologie, ich bin 70 Jahre alt. Du bist eine Brückentechnologie. Gut, von hier drüben sieht das aus wie eine Krückentechnologie. Aber Setz dich mal hin. Also zunächst mal muss ich sagen, Herr, ich bin überrascht, dass ich Sie um diese Uhrzeit noch bei einer Bürgersprechstunde antreffe. Ja gut, ich bin ja jetzt von früh bis spät im Streckbetrieb. Ja. Und, was soll's? Bin ich schon seit den 90ern. Ja. Und ich jetzt ab Januar, oder was? Natürlich, weil der noch amtierende Wirtschaftsminister auf den zukünftigen Kanzler, das bin ich, gehört hat, nicht wahr? Aber das wird nicht reichen. Nach meiner Schätzung müssen wir dich noch 3, 4, 5 Jahre weiter in Betrieb lassen, um den Strombedarf in Deutschland zu sichern. Ich sag mal nö. Also im Grunde nur bis Ende März, also nicht bis ihr Ende. Wobei. Ja, Leute, das war jetzt. Was ich meine, ist vielleicht Anfang April oder so. April reicht aber nicht, da wird die Energiekrise noch nicht gelöst worden sein, nicht wahr? Wollen Sie etwa verzichten auf dieses Energiebündel? Das ist preiswert, nicht wahr? Immer einsatzbereit, nicht wahr? Genau wie ich, falls Ihnen Ihr Job im Moment zu schwer wird, Herr Habeck. Also erstens bin ich nicht preiswert, ja? Und zweitens muss ich zum TÜV. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt noch sicher bin. Na, sicher bist du sicher, zumindest solange du noch nicht geprüft worden bist. Gut, also so wie ich jetzt diese Szenen einer Ehe interpretiere, wären Sie also bereit, quasi Abstriche zu machen bei Ihrer Sicherheit? Natürlich müsste dann jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Ja gut, das wäre ja im Prinzip ich. Ganz genau. Herr Merz, ich mag Kinderbuchautor sein, aber wir sind hier nicht in Bullabü. Ja. Leider, kann ich nur sagen, leider, denn die Schweden verzichten nicht auf diese Kraft. Die Schweden haben im Gegensatz zu Ihnen verstanden, nicht wahr, dass wir uns nicht auf flatterhafte Schönwetterenergien verlassen können, wenn wir Stromausfälle vermeiden wollen. Gut, Herr Merz, ich versuche Ihnen das mal so einfach wie möglich zu erklären. Das ist doch so, also eigentlich potenziell Stromausfälle, das ist doch gerade, weil wir uns auf Sie verlassen, also beziehungsweise auf Ihre französischen Kollegen, die noch viel mehr abgefuckter daherkommen. Sorry, no offense. Also ich möchte das kurz erklären. In Frankreich, da brennt die Hütte. Also da brennt die Hütte eigentlich nicht mehr. Also im Grunde, aber die abgebrannten Brennstäbe, die müssen ja noch gekühlt werden. Und quasi die abgeschalteten Atomkraftwerke brauchen deswegen Strom, das sie von uns importieren. Natürlich müssen wir Deutschen diesen Stromverlust aus Kernenergie intelligent ausgleichen. Und zwar durch Kernenergie. Fritz! Wie soll denn das gehen? Hör mal, ich habe überhaupt kein qualifiziertes Personal mehr. Die sind doch dann schon längst alle im neuen Job. Dann machst du eben ohne qualifiziertes Personal weiter. Wie die CDU. Was ist denn jetzt schon? Oh, jetzt sind alle Brennstäbe alle. Dann soll er dir halt neue besorgen. Nee, sorry, ich versuche gerade aufzuhören. Ja, aber das. Die kriegst du nicht am Automaten, Fritz. Das sind Sonderanfertigungen. Maßgeschneidert, das dauert über ein Jahr. Das ist zu lange. Ja, gut, ich finde, Herr Merz, Sie sollten ihr zuhören. Die versucht Ihnen gerade was zu sagen. Die versucht Ihnen zu sagen, sie kann nicht mehr. Die erzählt Ihnen bestimmt keinen Scheiß. Ja, die hat Tinnitus, die hat einen Burnout, vielleicht sogar einen Meltdown. Also, hören Sie mal, aber es ist doch Wahnsinn, auf diese Energie zu verzichten, nicht wahr? Und deswegen weiter teures Gas zu verstromen. Da bin ich ja stückweise bei Ihnen. Jetzt, aber sie würde ja nur 1 bis 2% Gaseinsparung bedeuten. Das heißt, Sie, Ideologe, wollen also weiter, dass wir lieber von Putin abhängig sind, ja? Fritz, was glaubst du eigentlich, wo jeder zweite meiner Brennstäbe herkam? Hä? Sag jetzt nicht Russland. Russland! Manchmal auch Kasachstan. Ne? Ja, das geht nicht, das müssen wir ändern. Ja, wie denn?
In der ganzen EU gibt's ja kein einziges aktives Uranbergwerk mehr. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Herr Merz, ich habe jetzt keine Zeit, hier so ein Trainee-Programm für einen Oppositionsführer aufzulegen. Ich versuche Ihnen das als Kinderbuchautor vielleicht mal passend zu erklären. Sehen Sie, wir haben zum Beispiel, stellen Sie sich vor, wir haben die Bremer Stadtmusikanten. Also soweit ich weiß, gibt es da einen Esel, einen Hund, ich glaube eine Katze ist dabei, einen Gockel. So, und die sollen jetzt keine Musik machen, nicht? Die sollen ihre Kutze ziehen, Herr Merz. Aber weil sie halt, ihr Privatflieger ist kaputt. So, das ist zugegeben ein echtes Stresstest-Szenario. Gut, jetzt haben Sie ein Problem, weil der Gockel, der hat nicht genügend Kraft. So, und der nützt Ihnen aber auch nichts, weil der kackt alles voll. So, und jetzt können Sie aber nicht alles wegräumen, was aus dem Tier rauskommt, weil es ist im Grunde giftig. So, und jetzt waren Sie auch schon lange nicht mehr beim Geflügelcheck und da kann Ihnen das Tier also jederzeit um die Ohren fliegen. Da sagen Sie doch auch irgendwann, Kikereki, was schön mit dir. Also gut, wenn es also überhaupt keinen guten, vernünftigen Grund für Ihre Laufzeitverlängerung gibt, ja? Warum fordere ich das dann ständig? Ja, das war die erste gute Frage. Ich glaube, um mich vor Ihnen herzutreiben. Das ist allerdings ein guter Grund. Also, wenn das der einzige Grund ist, ja, dann bin ich jetzt echt weg. So. Sorry, aber das ist, das kann ich nicht zulassen. Ich brauche dich noch. Hä? Wieso du denn jetzt? Ja, weil er mich sonst vor sich hertreibt. Leute, du brauchst mich, um den zu ärgern. So. Der braucht mich, um dich zu ärgern. Ach, und es geht überhaupt gar nicht mehr um mich. So, ich mach jetzt Schluss. Was? Auf keinen Fall. Tun Sie das nicht. Ich flehe Sie an. Es geht hier schließlich um die Zukunft des Standorts Deutschland. Ich war Fritz, um meine Zukunft als Energieexperte. Halt die Klappe! Tun Sie das nicht. Ich flehe Sie an. Das ist zu gefährlich. Sie wissen gar nicht, was da alles... Schau. Ich hatte mir das Ende der deutschen Kernkraft deutlich dramatischer vorgestellt. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.